Halli, hallo, hallöchen und willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen zusammen Punch Club, gucken uns das Ganze mal etwas genauer an. Auf geht's, würde ich sagen. Wie ihr seht, ich habe es noch nie gespielt. Mein Name passt nicht ganz, nehmen wir die abgekürzte Form. Und ich habe keine Ahnung. Eines Tages werdet ihr besser sein als ich. Euer Potenzial ist grenzenlos. Gebt Acht auf eure Amulette, sie werden euch dabei helfen. Keine Ahnung, es geht zu schnell! Eure Mutter ruft euch, lasst sie nicht warten. Ja, meine Bude sieht doch ganz schön heruntergekommen aus, aber mein Telefon klingelt. Ich gehe doch mal ran. Schläfst du noch? Schwing deinen faulen Hintern vom Sofa und geh zur Arbeit. Wie wäre das? Okay, Frank, ich mach's. Großartig. Da liegt eine Zeitung auf dem Tisch, in der du Stellenangebote finden solltest. Bis dann. Keine Zeit, um mir einen Job zu suchen. Ich muss trainieren und frühstücken. Ich kann die Zeitung auch nicht anklicken, also muss ich wohl trainieren gehen. Ich sollte ein paar Liegestütze machen. Ja, dann mal auf geht's. Die Matte, also beziehungsweise der Teppich ist anscheinend zum Liegestütz machen. Damit skillen wir unsere Stärke und ich glaube, ja genau, unsere Ausdauer. Das andere ist das Geschick. Fertig trainiert mit einmal Liegestütze machen. Mensch, hartes Training heute, würde ich sagen. Na, dann schauen wir doch mal nach dem Essen. Ich will eine Tiefkühlpizza. Okay, jetzt bin ich bereit für einen Job. Schauen wir mal in die Zeitung. Dann auf geht's. Arbeit, verbrauche Zeit und Gesundheit, um Geld zu verdienen. Nee, ich gehe zu Fuß. Deine Kleider, gib sie mir sofort. Ja. Niemals. Wähle jetzt die Talente, die du in der Kampfrunde benutzen willst. Fülle alle leeren Felder. Talente sind in verschiedene Tabs sortiert. Offensiv, defensiv und so weiter. Ja, ich würde sagen, da bleibt uns nicht ganz so viel. Au. Ich glaube, ich verliere. Huch. Ich bin echt gut, Mann. Ja, ist schon klar. Hä? Erster Kampf, du hast gerade deinen ersten Kampf gewonnen? Fühlt sich komisch an. Ich habe doch überhaupt nicht gewonnen. Das Spiel verstehe ich schon mal nicht. Ja. Ich bin natürlich hier total geil. Starke Arme. Du hast Mutti immer geholfen, die Einkäufe nach Hause zu tragen. Deine Arme sind richtig stark. Bäm! Mach dich frisch und komm dann in mein Büro vorbei. Dann unterhalten wir uns. Mal.
Und es wäre toll, wenn du Apo in seinem Laden besuchen könntest. Sag ihm, meine Fleischlieferung ist immer noch nicht angekommen. Sind wir hier in Springfield? Warum heißen alle in der Apu? Ich gehe erstmal in den Supermarkt. Zu Fuß natürlich. Und treffe Apu. Du hast Apu getroffen. Ihm gehört der Laden. Schläft er wohl jemals? Nein. Hi, Mick bat mich dir auszurichten, dass er noch auf seine Fleischlieferung wartet. Oh, okay, ich kümmere mich drum. Ha, Energy Drinks. Ich kaufe erstmal einen Energy Drink. Natürlich. So. Aha. 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 Hi, wie ich dir bereits sagte, hast du Potenzial. Ich kann aus dir einen Champion machen. Das wird ein langer Weg und du musst den ersten Schritt tun. Ein Freund von mir betreibt in seiner Muckibude eine Amateurliga. Wenn du die gewinnen kannst, werde ich dich trainieren. Gehe zur Silvers Turnhalle, da kannst du trainieren, wenn du keine Lust mehr hast, nur zu Hause zu trainieren. Wenn du knapp bei Kasse bist, komm hier vorbei und ich gebe dir etwas zu essen. Hi, Mick hat gesagt, dass ich bei dir trainieren könnte. Big Mick? Ich dachte, der hat mit Boxen nichts mehr zu tun. Ich bin Silver, du kannst hier trainieren, warum auch nicht? Mick hat dir bestimmt von unserer Anfängerliga erzählt. Du kannst gerne mitmachen. Du siehst so aus, als könntest du kämpfen. Bist du auf einen Übungskampf gegen mich? Ja, das wird total viel Sinn haben, weil er viel mehr Gesundheit hat als ich. Mann, warum mache ich solche Kämpfe? Ich weiß doch ganz genau, dass das noch nichts bringt. Furchtbar. Bei mir, es kommt überhaupt nichts an bei ihm. Selbst wenn ich ihn haue, verliert er vielleicht mal ein Gesundheit. Mann, bin ich scheiße. Jetzt muss ich noch in die dritte Runde und hab nur noch 17. Ich befürchte ja, das wird ein K.O. Verdammt. Auf die Bretter. Habt ihr den linken Haken gesehen oder was? Der rechte? Ich hab nicht genau hingeguckt. Ich hab verloren. Nicht schlecht, aber deine Verfassung ist alles andere als gut. Du kannst hier trainieren, aber nicht umsonst. Aber weil du Mick kennst, bekommst du einen Rabatt. Gucken wir uns doch mal die verschiedenen Trainingsarten an. Jetzt muss ich wohl erstmal was essen gehen.
angemeldet für die Liga. Fahre ich doch mal kurz nach Hause. Und esse was. Also morgen habe ich einen Kampf. Ich gehe mal kurz arbeiten. Ich brauche ein bisschen Kohle, um essen zu können. Gut, ich bin zu müde. Dann nehme ich doch einfach mal, muss ich wieder nach Hause, nur um zu essen, ist ja furchtbar. Nehme ich doch mal einen Energy Drink zu mir. Zack, wieder aufgefüllt, die Limonade nehme ich auch direkt mal zu mir. Und dann nochmal auf zur Arbeit. So, das hat zumindest mal Kohle gegeben, dann gehe ich doch. Huch, Tag 2 schon um, wie schnell ging das denn? Dann muss ich wohl mal ein bisschen Essen einkaufen. Und Energy Drinks. Ich fürchte ja fast, das wird nichts. Vielleicht ja doch, mal schauen. In einem abgewrackten Gym. Und die letzte Runde. Ach Gott, sind ja 10 Runden. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich hab gewonnen! Juhu! Und ich habe ein Talent freigeschaltet. Wir nehmen mal Tritt. Und dann taktisches Lernen. Und dann sind unsere Talentpunkte auch schon weg. So, in 2 Tagen gibt es den nächsten Kampf. Mal kurz nach Hause. Das Telefon klingelt! Dann nicht vorher noch eine Zeitung? Wie ist das denn hingekommen? Wie man richtig trainiert. Ich bin ehrlich gesagt zu faul, das zu lesen. Es tut mir leid.
Gewicht wird wohl am Weg des Bären sein, weil ich die Stärke halt hochhalten möchte. Also schauen wir uns das Ganze doch mal an. Aber erstmal gibt es was zu essen. Und ich befürchte, dann müssen wir auch schon wieder arbeiten gehen. Aber arbeiten gibt ja auch Stärke. Schlafen gehen kann ja jeder. Dann trainieren wir doch noch mal ein bisschen. Na gut, dann gehe ich vielleicht auch mal schlafen. Heute stand ja, glaube ich, noch kein Kampf an. So, jetzt habe ich natürlich Hunger und habe auch nicht mehr so viel Geld, also... Verdammt. Oh, eine Tiefkühlpizza kann ich mir leisten. Dann gehen wir die doch eben essen und danach gehen wir nochmal arbeiten. So, wir müssen Kessel treffen. Wir kaufen uns aber nochmal Fleisch und natürlich zwei Energy Drinks, wie immer. Und fahren mal zu Kessel ins Café und sagen ihm Hallo. Yeah, jetzt bin ich Pizza-Auslieferer. Wuhu! Liefere Pizza. Auf geht's, bis ich zu hungrig bin. Und zack, zu müde und zu hungrig, war ja klar. Also ab nach Hause. Erstmal Fleisch und meine zwei Energy Drinks. Dann muss ich auch schon wieder arbeiten. Wenigstens ist das nicht so weit weg. Hey, ich wollte arbeiten. So, das muss reichen. Wir müssen nämlich heute kämpfen. Auf geht's. Wie man sieht, ist der hier ein bisschen stärker. Ich befürchte fast, das wird nicht viel.
Aber das dauert jetzt eh ein bisschen, bis der Kampf vorbei ist. Wir müssen eindeutig mehr trainieren. Aber das ist immer leichter gesagt als getan, weil wenn man nicht viel Kohle hat, muss man leider auch arbeiten. Trainieren wir doch heute mal eine Runde. Okay, ich dachte, man muss das nur einmal zahlen. Dann trainieren wir halt zu Hause. Weil dann lohnt sich das Trainieren im Club nur, wenn wir auch wirklich alles voll haben. Und das ist im Moment mit unseren finanziellen Mitteln nicht so wirklich möglich. Und arbeiten gehen. Wir liefern wieder Pizza aus. Dass der das immer unterbricht. Jetzt sind wir wieder zu müde. Ich glaube, heute gehen wir mal wieder eine Runde schlafen. Oh, okay, das Telefon klingelt. Also wohl nicht. Ein leerer Kühlschrank. Und wieder arbeiten gehen, das ist doch schrecklich. Es ist ja wie im echten Leben. Furchtbar. So, jetzt werden wir gleich wieder unterbrochen, weil der Tag vorbei ist. Genau.
So, da haben wir halt mal 24 Stunden durchgearbeitet. Wir müssen wieder einkaufen gehen. Doch mal ein bisschen Spaß haben beim Fernsehen gucken. Ich würde ja Konsole zocken viel witziger finden, aber leider tut er das nicht. Der möchte was essen. Unser Muskelprotz möchte etwas essen. Schon wieder Hunger. Ich würde ja gern trainieren, aber irgendwie bin ich in diesem Spiel nicht gut. Wie in jedem anderen auch, aber das haben wir nicht. So, aber was mir gerade auffällt, wir haben 10 Tage rum. Das war schon mal Teil 1 dieses Let's Plays. Beim nächsten Mal geht es dann weiter. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Dieses Let's Play wird jeden Samstag erscheinen. Also viel Spaß damit. Eure Thimbletack.